Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy VII Remake. Nun sind wir bei Part 29 und es geht weiter in der Kanalisation oder das Labyrinth der Tiefe. Zuletzt haben wir gegen diese Bestie gekämpft hier. In diesem großen Raum. Die sehr überraschend kam. Da lang. Zwei Supertränke. So, was haben wir denn noch da hinten? Nichts mehr. Nein. Damit wird das Wasser ausgelassen. Die Klokacke. Lieber Geruch hier. Oh, kein Wunder, dass es hier stinkt. Riecht ja schon in den Slums nicht besonders gut. Oh, hier haben wir eine. Lederhandschuhe. Und geh da hoch. Hier kann man nichts dran machen. Ob man hier auch hinten rum? Ja. Ah, hier kann man sich wieder voll heilen. Schon mal sehr gut. Hier haben wir ein Automat. Mal gucken. Gegenstände. Header 10. Gegenstände wären echt nicht schlecht. Ah, bestimmt kommt die Bestie nochmal. Die wird dann noch viel schwieriger. Hab ich das Gefühl. Und schon die Wattratten. So, gucken wir uns diese Kaiserkrabbe doch mal an. Wirkung Eis. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du was? Oh, die Krabbe vergiftet den Boden, wenn ich das richtig gesehen habe.
So, man kann hier oder man kann hier lang. Da bin ich gerade von da gekommen. Erschlossen. Gut, dann gehen wir mal die Leiter nach oben. So, jetzt geht es hier einen Weg lang und hier. Keine Ahnung, wie sie durch die Zerstörung von Sektor 7 profitieren könnten. Absolut nicht. Corneo muss gelogen. Schwierig, welcher Weg richtig ist. Dem darf man nichts glauben. Oh, viel sehen tut man ja wirklich nicht. Offenbar führt wohl beide Wege zum gleichen Weg, okay. Da haben wir einen Schalter. Stromgenerator zu sein. Sieht unheimlich alt aus. Stammt aus der Zeit, bevor Marco benutzt wurde. Würde mich wundern, wenn er noch funktioniert. Wasser? Na toll. Nein, doch nicht hier im Wasser, oder? So, hier haben wir gleich mal einen. So, dann gucken wir mal da unten. Okay, Medaille. Noch eine Kiste. 800 Gil. Gefällt mir. Aber hier sehe ich nichts von einem Schlüssel. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Und wir wollen noch ein bisschen weiter suchen. Müssen wir noch mal wissen, welche Wege hier noch nicht gelaufen sind.
Hier scheint mir eine Sackgasse zu sein jetzt. Indem du das Wasser hier weggelassen hast. Hä? Irgendwie seltsam. Ah, hier ist doch die Leiter. Hat gewundert. Und sagen wir ganz kurz aus. Mag diese Kanalisation nicht. Mal, wenn wir hier runter gehen, kommen wir nicht mehr hoch. Also müssen wir den Schalter wieder umtätigen. Wie ich gesehen habe, aber die habe ich ja schon mal aufgemacht. Was für ein Irrgarten hier. Kommen wir jetzt vielleicht durch diese Türen hier durch? Okay, da kommt man gar nicht durch. Nee, bin ich komplett falsch gelaufen, habe ich das Gefühl. Da war doch vorhin noch so ein Tor. Wo war denn das nochmal? War doch irgendwo am Ende von der Strecke. Noch irgendwas, mal gucken. Auch hoch. Das haben wir, laufen jetzt auch mal hier noch mal rum. Wege gibt es hier eigentlich gar nicht. Kann nicht sein. Machen wir einfach einen Eisen, schiss ich sie. Na, hier war das doch. Aber hier war ja verschlossen und da kommt man jetzt hier durch. Nein. Ah, was hier ist was? Im Zielbereich. Ach so. Irgendwo hier muss der Schlüssel jetzt sein, oder was? Kann ja eigentlich nur da unten sein.
Habe ich ihn schon eingesammelt aus Versehen? Kann auch sein. Suchen wir den Schlüssel. Suchen wir den Schlüssel. Und was soll da bitte schon sein? Ja. Hier woanders. Und geschafft. Das sieht hier nach einem anderen Raum aus. Da war nicht vorhin. Keine Gegner. Muss hier der Schlüssel sein. Ah, da war was. Ah ja, hier ist es doch aus. Das muss sein. Den Schlüssel gefunden. Interessiert mich aber, was noch da hinten ist. Oder war das jetzt nur einfach so ein Rundlauf? Hier habe ich den Schlüssel. Da hinten war nochmal der Raum, wo man sich nochmal ausruhen kann. Oder? Nein. Verwirrt mich gerade alles ein bisschen. Aber gehen wir mal weiter. Ich habe zwar kein gutes Gefühl, was da hinten ist. Was da hinten sein mag, aber mal gucken. Sieht schon wieder nach einer großen Arena aus. Oh mein Gott. Ich glaube, ich nehme mal noch einen Heiltrank. So. Moment mal. Diesen großen Kanal kenne ich. Auf der anderen Seite liegt Sektor 7. Also die Grenze zwischen den Sektoren. Wir müssen durch die Tür auf der Seite von Sektor 7. Dahinter sollten wir die Slums erreichen können. Leichter gesagt als getan. Orientieren wir uns an der Wasserpumpe dort, damit wir uns nicht verlaufen. Wir müssen einfach nur die Ruhe bewahren. Ja, hast recht. So, dann gucken wir uns hier mal um. Da hinten sind Gegner. Oh, hier haben wir wieder so eine auffällige Tür. So eine auffällige Shinra-Tür, die wir schon mal beim Lager gesehen haben. Da ist dann bestimmt wieder ein Special hinten dran versteckt, wenn man irgendwann mal da überall hinkommt.
So. So, machen wir gleich beide weg mit Eis. Müssen wir wohl die nächste Pumpe aktivieren. Ah, nein. Kann man rüber balancieren. Hier haben wir noch Kisten. Hier haben wir ein einzelnes. Aber wir hätten da oben noch rumlaufen können. Aber die Frage, was ist richtig und was ist der Sonderweg oder der alte Weg? Ich gehe mal davon aus, dass der auch eisanfällig ist. Okay. Machen wir mal eine Analyse. Feuer! Das hat geklappt. Hat er ganz schön viel Energie abgezogen. Ich gehe vor und sehe mich um. Dann war der andere Weg wohl ein Sonderweg. Verdammt, meine Gedanken rasen wie wild. Ich weiß. Ganz normal. Die wollen Sektor 7 zerstören? Das kann sie nicht ernst meinen. Aber selbst wenn sie es ernst meinen, ziehen sie das bestimmt nicht durch. Bestimmt nicht. Ja. Aris, weißt du etwa mehr? Wie? Tifa, Aris, kommt einzeln rüber. Okay. Ich gehe vor. Ahne nichts Gutes. Stück!
Da ist irgendwas im Wasser. Das war knapp. Danke, Tifer. Doch nicht. Doch nicht dafür. Dir auch. Weiter. Wo haben wir? Was? Nein. Und Zeit, und da kann es jetzt, um rauszukommen. An diese Bestie noch da unten. Hilft nichts. Rasen deine Gedanken wieder? Ja. Wir können die Zukunft noch ändern. Du musst nur fest daran glauben. Verstehe. Wenn du meinst. Denk einfach an was Schönes, wenn Sektor 7 gerettet ist. Wenn wir es schaffen, könnten wir oben bummeln. Also, wir könnten zum Beispiel was Hübsches für den siebten Himmel suchen. Du und ich? Warum nicht? Ja, klingt toll. Cloud kann unsere Tüten tragen. Boah. Geben wir ordentlich zu schleppen. Redet ihr über mich? Tun wir nicht. Oh nein. Das war knapp. Vielen Dank. Ach was. So, den Slums von Sektor 7. Hier gibt es noch meine Bank zum Ausruhen, okay. Hier haben wir nochmal einen Automaten. Wir kaufen kann man eh nicht, von dem her, aber nichts Neues. So Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet zum nächsten Part ein. Ich freue mich auf euch und bis dann.